Hey Leute, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Von mir bekommt ihr hauptsächlich Fashion-Content, wie ihr wisst. Und mit dem Wechsel der Jahreszeiten gibt es selbstverständlich ein neues Trendvideo von mir. Ich mache diese Videos jedes Jahr und für jede Saison. Also solltet ihr auf jeden Fall gut hinhören, wenn ihr für den Herbst modisch unterwegs sein wollt. Deshalb würde ich sagen, für dieses Jahr steigen wir direkt ein. Ich habe 6 Herbsttrends für euch dabei. Einige, wie das eben bei Trends so ist, sind schon etwas länger im Kommen, vielleicht in neuer Umsetzung oder eben ganz neue Trends, die so eventuell noch gar nicht da waren. Und ich finde das immer ganz spannend, weil man dadurch ganz viele verschiedene Looks im Herbst kreieren kann, die man übergleitend in den Winter beispielsweise weiter stylt. Deshalb, wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall jetzt dran und jetzt habe ich die ganzen Herbsttrends für euch. Also viel Spaß dabei! Erstens hätten wir Corsagen. Ich muss sagen, dieser feminine Style, was Corsagen angeht, gefällt mir wirklich gut, weil das ist etwas, das gehört seit Anbeginn der Mode quasi der Frau. Und ich finde das ganz cool, weil Corsagen eben mit Burschikosen, Oversized-Hemden mittlerweile oder anderen Street-Style-affinen Unisex-Kleidungsstücken eben mega cool kombiniert werden. Ich mag vor allem daran, dass sie eben die Figur formen. Somit sind sie für jeden Bodytype perfekt zugeschnitten und ihr alle habt etwas davon sozusagen. Ich finde, gerade bei mir ist meine Problemzone mein Bauchbereich bzw. meine wenig bis gar nicht vorhandene Taille. Das heißt, ich bin eher so quadratisch praktisch gut, was gar nicht schlimm ist. Ich beschwere mich auch nicht, aber da ist eine Corsage eben super. Sie schmiegt alles dahin, wo es eben hingehört und das gefällt mir persönlich ganz gut. Das heißt, auf diesen Trend bin ich auf jeden Fall sehr angefixt und ich finde, er lässt sich auch super im Layering-Look in verschiedenen Stilrichtungen kombinieren. Ein weiterer Trend, der mich sehr begeistert hat, der aber auch schon aus dem Sommer kommt und auch der wirklich nicht neu ist, aber ich finde es cool, dass er immer mehr in den Street-Style eben reingelangt. Und zwar ist die Rede vom Lingerie-Look. Wir haben es oft auf den Laufstegen oder eben im High-Fashion-Bereich allgemein, dass Unterwäsche einen großen Teil, teilweise sogar das eigentliche Statement im Look bildet. Und das gefällt mir ganz gut. Je mehr das jetzt in Richtung ganz normale Street-Styles für den Alltag, für jede Person gelangt, desto besser gefällt mir das. Ich beispielsweise trage gerade so einen Lingerie-Look, wenn man will. Mein Oberteil ist nämlich hier vorne nur durch die Rüschen zusammengehalten, gepaart mit einer schlichten schwarzen Anzughose und Loafern und eben einem etwas durchsichtigen BH drunter. Man kann ihn eben nur erahnen. Deshalb ist, was diesen Stil oder diesen Trend angeht, auf jeden Fall eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt und ihr könnt natürlich selber bestimmen, wie viel Haut oder wie wenig Haut ihr da eben zeigen möchtet. Nachdem ich bei den ersten beiden Trends wirklich begeistert war, schreckt mich der dritte Trend etwas ab. Er war die letzten Jahre auch schon immer mal wieder da. Einmal hatte er wirklich seine Hochphase, wo ich auch damals gut dabei war, aber das ist wirklich mittlerweile vorbei. Und zwar ist die Rede von Bomberjacken. Wir haben sie jetzt auf der Fashion Week zu Genüge gesehen. Sie kommen vor allem im Oversized-Look daher, was natürlich ganz cool ist. Ich meine, ich kann die Styles, die da gezeigt worden sind, wirklich nicht schlecht bewerten. Sie sind in sich stimmig. Es ist einfach nur nicht mein Look. Und so kann das natürlich jedem gehen bei verschiedenen Trends. Bei mir ist es eben die Bomberjacke. Sie entspricht einfach nicht meinem Stil, was völlig okay ist. Aber wenn das genau euer Ding ist, habt ihr da jetzt im Herbst genau den Zeitraum, wo ihr Bomberjacken eben in jeglicher Form und Farbe und ja, Schnitt, Technik und so weiter eben cool umsetzen könnt. Dann kommen wir zum nächsten Trend und zwar kommt natürlich mit dem Herbst immer wieder die Strickjahre, alle Jahre wieder ins Kommen und ich muss sagen, dieses Jahr haben wir Statement-Strick ganz groß. Auch wieder durch die Fashion Week ganz cool vertreten, beispielsweise auf der Copenhagen Fashion Week habe ich super, super viele coole, bunte, flippige Gunny-Pullover gesehen, was richtig schön aussieht, wenn man es eben richtig kombiniert. Das heißt, ein Statement-Strick sollte unbedingt das Statement-Piece im Look dann eben auch sein. Das heißt, wenn man da zu viel drumherum bastelt, kann das auch schnell nach hinten losgehen sozusagen. Aber ich finde, man kann Statement-Strick eben super cool umsetzen. Das heißt, es muss nicht unbedingt bunt oder eben wahnsinnig voll geprintet sein. Es kann auch einfach sein, dass irgendwo Fransen runterhängen oder eben, ja, alleine schon dieser Oversized-Look einfach das Statement eben im ganzen Look bildet. Als fünften Trend von 6, die ich euch heute vorstelle, haben wir auch wieder einen Oversized-Stil und zwar diesmal aber in mehr eine Richtung, die mir wirklich gut gefällt, als eben die Bomberjacken, nämlich das Tailoring. Ich mag Tailored-Looks wirklich, wirklich sehr. Wenn man mich anguckt, weiß man oder kann man erahnen,
dass mir der Tailoring-Look sehr gut gefällt. Was ist Tailoring-Look? Die Rede ist von Anzug-Looks. Das heißt Hemd, Krawatte, Jackett, Anzughose, all sowas ist Tailoring. Und je nachdem, wie ihr das eben umsetzen wollt, ist auch da natürlich wieder eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ihr könnt natürlich super coole Styles dadurch kreieren. Ich zum Beispiel mag es einfach mit einem Oversized Blazer zu arbeiten. Das trage ich super gerne im Alltag. Oder eben mit weit ausgestellten Anzughosen, so wie ich sie jetzt gerade trage. Gepaart mit meinen Loafern, wie ihr es hier seht, ist das eben ganz cool. Nur wenn ihr eben etwas Weites im Look definiert, entweder eben die Hose oder den Oversized Blazer, würde ich euch immer empfehlen, auf der anderen Seite mit etwas Engerem zu arbeiten. Das heißt beispielsweise ein enges Oberteil, was hier an den Armen und am Körper eben etwas enger anliegt als die Hose oder andersrum. Das heißt, ihr könnt natürlich auch eine engere Hose oder einen Rock, wo man dann etwas Bein sieht, tragen. Darüber dann eben den Oversized Blazer. Das geht natürlich auch super gut. Und zu guter Letzt haben wir Denim, aber auch hier wieder in der dunkelsten Form wie möglich. Das heißt, Dark Denim ist diesen Herbst auf jeden Fall vertreten. Finde ich ganz sinnvoll und ich finde auch, das sollte jedes Jahr eigentlich dazu gehören, weil wenn man überlegt, passt Dark Denim, also dieses ganz dunkle Blau, egal ob in Oberteilen oder in Hosen, super, super gut zu den ganzen Erdtönen, die im Herbst eben auch in den Läden sind. Das heißt, alle Orangetöne, die mir da einfallen würden oder Ocker oder auch Gelb oder andere etwas bunte, aber eben erdige Töne, passen super gut in der Kombination. Deswegen freue ich mich sehr. Ich selber habe mir auch schon einen All-Over Dark Denim Look bestellt. Ich bin sehr gespannt, wie der aussehen wird, wenn er ankommt. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. Ansonsten ist der Trend auch wieder ziemlich auf meiner Seite. Also ich freue mich sehr darüber. Finde, Dark Denim kann man einfach mal auch im Kleiderschrank vertreten haben. Also eine Hose oder eine Jacke, ein Rock, wie auch immer, in diesem Dark Denim. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Das waren sie, Leute, die Herbsttrends des Jahres 2022. Was sagt ihr dazu? Ich muss sagen, wie gesagt, beim Bomberjackentrend bin ich wirklich raus. Das werde ich auch nicht probieren, weil ich einfach weiß, dass es nicht mein Stil ist. Aber sowas wie Oversized Tailoring und Lingerie ist auf jeden Fall bei mir vertreten. Und deshalb solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr den Trend umsetzt, der wirklich eurem Stil entspricht. Natürlich könnt ihr euch bei Trends immer austoben, wie ihr lustig seid. Dafür sind Trends ja da, damit man einfach neue Sachen probiert, die eben der breiten Masse gefallen. Und ihr habt eben ganz viel Spielraum in der Umsetzung. Beispielsweise bei Corsagen, wie ihr gesehen habt, kann man da ganz, ganz viel spielen, egal ob jetzt im Layering-Look oder eben einfach so. Und deshalb war mir ganz wichtig, dass ich dieses Video zeitnah vor dem wirklichen Herbstbeginn für euch abdrehe. Somit habt ihr jetzt auf jeden Fall die beste Vorbereitung für die kommende Jahreszeit. Wenn euch das Ganze also gefallen hat, dann würde ich mich selbstverständlich über ein Feedback auf dieses Video freuen. Das heißt, einen Daumen nach oben und einen Kommentar, was euch am meisten oder am wenigsten an den Trends gefällt. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber und um in Zukunft weitere Videos fashiontechnisch von mir nicht zu verpassen, solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, damit ihr eben immer am Start seid ab jetzt. Und ansonsten, wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, bedanke ich mich wie immer recht herzlich. Ich freue mich mega darüber und würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.